Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Sendung mit immer noch gebrochener Stimme. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt oder verschleimter Stimme. Keine Ahnung. Auf jeden Fall könnt ihr das unten kommentieren. Frisch gepresste Themen gibt es nichtsdestotrotz. Da müssen wir jetzt durch. Da bin ich hart. Und zwar heute hier am 8.30 Uhr morgens in Kalifornien für euch gepresst. Und zwar Lufthansa. Lufthansa und ihre fünf Baustellen oder Risiken, die sie bei Lufthansa sehen. EasyJet geiert um die ITA-Slots herum. Also da gibt es jemanden, der Interesse hat. Brüssel Airlines ist im Streik. Also da geht es dann quasi so wie der Mutterkonzern. Dann von den Freunden am Flughafen aus der Flugsicherheitskontrolle. Da gibt es keine Einigung. Habe ich... Was habe ich denn noch? Ich habe noch ein Thema, was ich hatte, und zwar Turkish Airlines. Unser Turkish Airlines erhöht die Gehälter um merkliche 63%. Habe ich das richtig gesehen? 63, 64%. Aber ihr könnt jetzt erstmal den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like dalassen und dann ganz, ganz wichtig, vielleicht auch eine Kanalmitgliedschaft. Denkt dran, den Kanal zu unterstützen. Das macht dann solche Sendungen wie diese möglich. Und es gibt jetzt auch bald wieder eine Sendung mit Freddy, die werde ich live stellen. Die erste Thematik, die wir heute angehen, das sind die Freunde von Brussels Airlines. Und bei Brussels Airlines ist es wirklich so, dass man da sagen muss, wir haben es ja gewusst. Und da ist es so, dass man jetzt erneut vom 27. bis zum 30. März die Arbeit niederlegen will. 6 Tage gibt man Vorlauf. Ist natürlich eine faire Geste, damit wir umplanen können, damit die Firma umplanen kann, aber dann 3 Tage direkt, oder was ist 27, 28, 29, 30, genau 3 Tage Ausstand. Das ist natürlich ein harter Schnack. Und Mitte Januar hatten die Piloten ja schon gestreikt. Wichtig ist an dieser Stelle natürlich zu sagen, dass es auch Flüge nach Deutschland betrifft, Hamburg, Berlin, München sind ja Brasselstrecken zum Beispiel. Und wir kennen das ja vom Lufthansa-Konzern, dass man da hart ist. Ja, ich habe gestern wieder einen Call gehabt und da sagte man mir, ja, warum so einigen die sich nicht? Ich hatte es gestern, glaube ich, in der Sendung auch schon gesagt, das Thema ist halt wirklich, dass man bei den ganzen Sachen im Hinterkopf behaben muss, dass man natürlich, wenn man den Leuten jetzt das direkt alles gibt, ohne das irgendwie zu kontrollieren, dann kommen die in der nächsten Runde wieder und dann ist das wie ein Domino-Effekt. Das wäre so meine Erklärung, warum man das nicht macht. Und die 250 Millionen, die das in Lufthansa-Konzern gekostet hat, und das sagt der Kollege gestern auch, ja, sorry, aber wie viele Leute buchen nicht, wie viele Leute fliegen nicht mehr mit Lufthansa, weil sie einfach davon keinen Bock haben. Und was ist das für ein Image als Arbeitgeber? Und das sind natürlich auch alles Sachen, die mit reinkoalieren. Ich weiß gar nicht, ob man so etwas mit 250 Millionen dann beziffern kann. Das sind dann vielleicht Kollateralschäden oder es sind halt Schäden, die, ja, Opportunitätskosten, würde man sagen, wenn man für einen Flug, den man bucht, noch einen Zubringer braucht und so weiter. Also hier von euch auch nochmal Hilfestellung, Kommentare. Das nächste Thema ist natürlich auch wieder ein Tarifthema und da muss man natürlich sagen, ja, das ist ärgerlich, wenn man sich das anguckt, denn der Tarif ist so beim Luftsicherheitspersonal auch jetzt nicht unbedingt, dass das da arme Leute trifft, weil die sind ja über 20 Euro, zumindest was da gesagt worden ist, damals vom Winfried Hartmann von Frasek. Und das ist jetzt nicht unbedingt ein Job, der in Deutschland, glaube ich, am unteren Ende ist. Aber der Job ist anspruchsvoll und vor allem auch ist er mit sehr viel Verantwortung. Und da wundert man sich doch teilweise, wie man dann behandelt wird. Aber wie gesagt, ihr könnt ja unten auch mal kommentieren, was ihr davon haltet, weil Wolfgang Pieper, das ist der Verdi-Verhandlungsführer, der sagte folgendes Zitat, wir befinden uns in einem schwierigen Gespräch mit den Arbeitgebern, wir wollen zu einer Lösung kommen, aber das braucht Zeit. Zeit heißt halt wirklich, dass man da eine Laufzeit von 12 Monaten, Stundenlohnerhöhung um 2,80 Euro haben möchte. Die Unternehmen haben aber nach eigenen Angaben 2,70 Euro geboten, aber dafür eine Laufzeit über 24 Monate, also doppelt. Die zweitägigen Warnstreiks an deutschen Flughäfen haben vergangenen Wochen 262 Flüge ausfallen lassen, so eine Schätzung. Und 100.000 Passagiere mindestens waren betroffen.
Was auch wichtig ist, ist, dass das wahrscheinlich vielleicht noch weitergeht. Ich weiß es nicht. Aber hoffen wir mal, dass da der weiße Rauch aufsteigt. Bei den Freunden der Turkish Airlines ist auch weißer Rauch aufgestiegen. Die haben aber jetzt nicht wirklich gestreikt, zumindest nicht, dass das mir in irgendeiner Weise bekannt wäre. Turkish Airlines hat die Gehälter um 64% angehoben. Und damit ist es so, dass man in der Türkei den Inflationsdruck da nachgegeben hat. Und die türkische Notenbank hat halt ein Problem mit der Inflation. Und das ist halt wirklich so, dass die offiziellen Angaben die Verbraucherpreise um 67% angestiegen sind. Also das heißt, diese 64% gleichen das nicht wirklich aus. Auch ist es so, dass die Turkish Airlines diese Lohnerhöhung da gemacht hat. Und im zweiten Halbjahr soll es in 2025 auch weiter diese Steigerung, also den Inflationsausgleich geben plus 10%. Also das heißt, dass man dann wieder da drüber liegt, wenn man jetzt gerade so ein bisschen da drunter liegt. Also hier ist man im Kreise der Notwendigkeiten und hat sich da halt den Gegebenheiten angepasst. Ihr könnt hier gerne unten nochmal kommentieren, was ihr davon haltet, ob ihr das für die saubere Lösung haltet oder nicht. Wir haben dann auch Neuigkeiten aus dem Schengen-Raum, muss man ja sagen. Und zwar ist es ja so, wer nach Bulgarien geflogen ist oder nach Rumänien, er musste einen Pass zeigen. Aber jetzt ist das bald nicht mehr so. Denn ab 31. März, das ist der Ostersonntag, da ist es so, da gibt es in der Luft- und Seebinnengrenze der beiden EU-Länder mit anderen Staaten des Schengen-Raums keine Personalkontrollen. Personalkontrollen, auch gerne. Aber auf jeden Fall die Personenkontrollen. Auch dann natürlich betrifft es Flüge. Wer sagt, ja, wir haben ja keine Grenze. Aber nee, wenn die Flüge von Rumänien, Bulgarien oder sowas nach Deutschland kommen, dann waren sie ja immer so, dass die Passkontrolle gemacht werden muss. Das fällt jetzt wirklich aus. Also heißt es, dass es da weniger Schlangen gibt, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und an dem Tag werden das halt so sein, dass man dann in den Schengen-Raum abgefertigt wird und dass ihr da daran denkt, dass ihr dann nicht in den Non-Schengen-Bereich rennt. Und was auch wichtig ist, ist, dass man beim Verlassen des Bundesgebiets und Wiedereintritt gültigen Reisepass oder den Personalausweis mitführen muss. Also das heißt, ihr könnt jetzt nicht einfach so da durch die Weltgeschichte rennen, weil ihr müsst ja auch irgendwie nachweisen, wer ihr seid. Und an der Landesgrenze ist es natürlich so, dass man aus einem Schengen-Staat ein- oder ausreist, also von Ungarn nach Rumänien, nach Bulgarien oder nach Griechenland Beispiel, muss man seinen Pass noch vorzeigen. Gerade zu Reisezeiten ist das so mit mehrstündigen Wartezeiten ja auch belegt. Ich selber habe das nie auf dem Landweg gemacht, ehrlicherweise, also deshalb kann ich euch das nicht sagen. Wichtig ist halt wirklich, dass da natürlich dann irgendwann auch die Kontrollen wegfallen, aber das dauert wahrscheinlich seine Zeit und wie es dann halt mit den Leuten so ist. Jetzt kommt ein Thema, was mich persönlich sehr interessiert und das ist die Lufthansa. Und zwar ist das so, die Lufthansa hat ja einige Baustellen im Konzern und da gibt es ja von der Lufthansa Risiken. Fünf davon gibt es, die haben da eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit und haben auch große Konsequenzen. Das muss man halt auch dann sagen. Deshalb lasst uns das einfach mal gucken, weil im Geschäftsbericht 2023, der übrigens über 300 Seiten hat, 329 Seiten, ja, und 202 Tabellen, das ist viel Lesestoff, ist das so, dass man da halt wirklich alleine schon, wenn man die Titel liest, denkt, oh mein Gott, ich möchte mir das nicht angucken, ich habe es mir nicht angeguckt, da bin ich dankbar, dass die Leute von Aerotelegraph das gemacht haben. Und da ist es halt wirklich so, Inanspruchnahme von Befreiungsvorschriften, Veränderung von Konsolidierungskreis. Und dann sagen Sie das zum Beispiel Top-Risiken Lufthansa Group. Und da ist es so, dass da natürlich die Dinge sind, die am meisten Sorgen verhalten ins Gesicht vom Konzern oder vielleicht sogar von Carsten S. aus M, Name der Redaktion bekannt, nicht geändert, zaubern und machen. Auf jeden Fall ist es so, dass 17 Top-Risiken da sind und diese sind dann nochmal mit fünf Top-Top-Top-Top-Risiken markiert. Und da ist es so, dass die Kategorie kritisch oder aber auch sehr kritisch ist. Das ist die höchste Kategorie.
Kritisch bedeutet ein Verlust von 600 Millionen Euro. Bei mehr Risiken sind Schaden sich finanziell beziffern lässt. Sehr hoch sind für Risiken von 50% oder mehr. Und das sind halt fünf. Das Top-Risiko ist Treibstoffpreise. Das heißt also, das ist etwas, was richtig das Problem ist. Man hat 7,9 Milliarden Euro für Treibstoff in 2023 ausgegeben. Und natürlich, wenn die Preise steigen, ist das natürlich ein Riesenproblem, weil das sind Kosten, da kann man bei Lufthansa nichts dran machen. Die braucht man, weil du kannst halt ohne Sprit nicht fliegen, ist halt ganz simpel. Und es ist halt so, wenn man einen Jahresendkurs um plus 10% im Jahr 2024 hat, dann heißt das, dass man 547 Millionen nach Sicherung erhöhen müsste. Also das heißt, das ist allein der Verlust, der dadurch ist. Und die Rahmendaten, der Rohölpreis lag 2023 im Durchschnitt 17% niedriger als im Vorjahr. Die Preisdifferenz zwischen Roh- und Kerosin, also Jet Fuel ist das ja, oder Jet A1, wie das auch so heißt, auf den Autos, die das Sprit bringen, ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau im Moment. Und da muss man halt wirklich gucken, dass auch das Thema ist, Sprit wird ja in US-Dollar abgerechnet. Alles in der Aviation wird im Prinzip in US-Dollar abgerechnet. Flugzeuge werden in US-Dollar gekauft. Und damit ist natürlich auch der Euro so ein Währungsrisiko. Dann das nächste Problem ist, im Moment ist die Lufthansa ja in einem Bereich, wo es sehr viel Nachfrage gibt und andere Fluggesellschaften gerade für mehrere Kunden für Weihnachten geschaut, leider nicht alle glücklich machen können, weil da sind Flugpreise aufgerufen in der Premium Economy. Da ist man früher noch nicht mal mehr in der Business Class für geflogen. Bangkok als Ziel oder aber auch grundsätzlich Asien, Phuket mit Finnair auch gebucht nochmal für einen bekloppten Preis. Und da ist es halt so, dass man aber Angst hat, dass es trotzdem Nachfrageeinbrüche geben kann. Ihr seht ja an dem Konflikt in Israel zum Beispiel, dass da die Nachfrage gesunken ist. Das ist natürlich für allen ein Riesenproblem. Für Lufthansa ist es ein Problem, dass man über Dinge rumfliegen muss. Finnair kann nicht durch Russland fliegen, müssen Norden und durch den Süden fliegen. Lufthansa kann es ein bisschen abfedern, weil man halt nicht so weit im russischen Luftraum gewesen wäre wie die Finnair. Also wenn es da nochmal Krisenherde gibt, ist das ein Problem. Und da ist es so, dass es natürlich dann Überkapazitäten geben kann und dass man auch Angst hat vor konjunkturellen Schwankungen, was halt auch ein Thema ist. Und ein Riesenthema ist Änderung der Kundenflüge durch Klimaattraktivitäten, hätte ich was gesagt, oder Klimaschutzgründen. Und ja, das sind alles Themen, aber wobei ich denke, dass mit dem Umweltschutz jetzt nicht so dramatisch, dass die Leute trotzdem fliegen wollen, weil die einfach sagen, selbst die Klimafetischisten, die sich da an die Straße jetzt geklebt haben, aber jetzt sich auf die Straße kleben, ohne Kleber, wenn ich das neue Konzept verstanden habe. Da ist es so, dass man natürlich auch der Ehrlichkeit halber sagen muss, die fliegen auch. War der eine nicht lieber nach Bali oder Bangkok geflogen, also irgendwo nach Asien geflogen, anstatt zum Prozess zu gehen? Also da gibt es genug Themen. Dann das andere Thema ist natürlich, dass man die Kostensenkungsziele nicht erreicht. Und das ist natürlich auch ein Riesenthema bei der Lufthansa, wenn man sich das anguckt, dass man natürlich nicht alle Potenziale erreichen kann. Und interessant ist es natürlich auch, an welchen Dingen wird gespart bei Lufthansa? Wird gespart bei Dingen, die der Kunde merkt? Nein, da will man ja wieder Geld ausgeben. Also das ist natürlich dann auch so ein Thema. Die Flotte wird erneuert, also muss man da auch Geld ausgeben. Das sind alles Riesenprobleme und ich bin mal gespannt, was da eure Strategie ist. Und ich weiß natürlich an dieser Stelle, ihr seid bei mir natürlich nicht bei einer Finanzberatung oder bei Aktienkauftipps, aber ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr jetzt im Moment, und das ist auch die Frage des Tages, seht ihr die Lufthansa eher im Aufschwung oder im Abschwung? Das heißt also, um es brutal zu formulieren, kein Aktientipp. Würdet ihr Aktien kaufen auf Langfrist, weil ihr Potenzial seht, oder sagt ihr, nee, verkaufen, macht das so, wenn ihr Geld verlieren wollt, kauft eine Airline. Heißt also, wer Millionär werden möchte, sollte ein Milliardär sein, der sich eine Airline kauft. Und da bin ich mal gespannt, was ihr dann dazu sagt. Auch ein Problem, was die Lufthansa hat, ist halt das Thema Pratt & Whitney. Man hat ja viele Pratt & Whitney Triebwerke in den 320ern, in den Neos, auch in den 220ern in der Flotte. Und da ist es halt wirklich so, dass da ja im Schnitt 20 Flugzeuge halt einfach nicht geflogen werden können, weil man da keine Ersatzteile hat. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, das ist für das Lufthansa-Technik-Team gut, weil damit gibt es Aufträge. Ist aber jetzt auch wieder so ein Problem, weil da gibt es natürlich auch Risiken.
Und Lufthansa möchte jetzt die 100% behalten an der Lufthansa-Technik und möchte gar nichts veräußern und alleine tragen. Auch die globale Nachfrage ist in der Steigung begriffen. Aber natürlich ist das auch so, dass daraus für die Lufthansa-Technik das Risiko ergeben, dass sich mit den Kunden vertraglich festgelegte Wartungsleistungen nicht vollumfänglich erbracht werden können und dies dadurch die Hersteller nur unzureichend kompensiert wird. Das ist also dann wieder auf der anderen Seite ein Problem, obwohl es dadurch halt mehr Geschäft gibt. Bin ich mal gespannt. Dann die anderen Top 12 Risiken der Lufthansa, nur mal um sie zu nennen. Cyber- und IT-Risiken, Krisen, Krieg, politische Unruhen haben wir ja bestanden, Naturkatastrophen und auch Terroranschläge. Dann Verstöße gegen Compliance- und Datenschutzvorschriften sind alles kritisch und mittel. Dann Risiken aus Unregelmäßigkeiten im Flugbetrieb inklusive Reputation wesentlich und sehr hoch. Weiter geht es mit pandemischen Erkrankungen, das sieht man kritisch. Wechselkursänderung ist wesentlich und sehr hoch. Flugbetriebsrisiken mit Risiken der Informationssicherheit kritisch bis gering. Dann regulative Risiken, die aus dem Klimawandel registrieren, also wesentlich bis sehr hoch. Was kann sowas sein, dass man zum Beispiel wie in Amsterdam anfängt zu sagen, wir nehmen euch Slots weg und so weiter. Dann Personalrisiken, Lieferantenrisiko, strategische Flottendimensionierung und natürlich auch Verschärfung des Lärmgesetzes. Das Einzige, was halt sich geändert hat, ist halt dieses Risiko von Pratt & Whitney. Und da muss man halt wirklich sagen, dass die Lufthansa im Gegensatz zu 2020 nicht mehr als Top-Risiko gelten. Kursverlust auf Kapitalanlagen beim Pensionsvermögen, Kontrahentenrisiko, Digitaltransformation, Marktantritt neuer Wettbewerber bei der Lufthansa Technik. Also insofern das nur dazu. Also die Frage des Tages habe ich euch nochmal genannt. Also würdet ihr bei der Lufthansa-Aktie einsteigen? Ja oder nein? Seht ihr die Lufthansa im Aufwind oder im Abwind? Und ganz, ganz wichtig ist von euch zu wissen, ob ihr in irgendeiner Art und Weise sagt, gibt es irgendein Risiko, was die Lufthansa nicht bedacht hat? Oder sagt ihr, ein Risiko ist irgendwie Banane? Ja, jetzt haben wir doch wieder 17 Minuten geschafft. Ich wollte eigentlich kürzer reden. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Ich werde jetzt mich wieder nach Palm Springs aufbewegen. Auf die Sonne heute Abend ist Flohmarkt oder wie heißt das? Street Festival. Immer sehr hübsch und ich danke euch, dass ihr dabei wart. Bis morgen in Alter und Frische und wie immer an dieser Stelle gibt es jetzt einfach für euch den Abspann, wenn ich ihn dann mal finden würde. Ups, da piept es. Ups, falsche Kamera gedrückt, aber dafür, ich habe euch den Abspann ja versprochen und dann sollt ihr ihn auch bekommen und zwar hier. Thank you.